Im ersten Teil der Provisionsabrechnungen haben wir gemeinsam eine Provisionsabrechnung erstellt. Ich habe Ihnen gezeigt, was Sie beachten müssen und wie Sie die hinterlegte Provisionssätze auch ganz, ganz einfach aktivieren. Im zweiten Teil dieser Provisionsabrechnung wollen wir nun auf eine kleine Besonderheit eingehen, und zwar die ja wie folgt sein könnte. Sie erstellen eine Rechnung, sagen bezahlen, die Rechnung wird irgendwie irgendwann überwiesen, ich sage jetzt mal hier Überweisung und sage weiter. So, nun haben wir eine Rechnung. Die Rechnung sagt ja noch nichts über den Status der Bezahlung aus. Deswegen, wenn wir nun in den Auswertungen auf Provisionen gehen und gehen hier auf alle, haben wir keinerlei, weil ich das System zurückgesetzt habe, haben wir hier keinerlei Einträge oder keinerlei Verkäufe von Artikeln, die mit einem Provisionssatz ja behaftet sind. Das ist aber so, das heißt, die Artikel, die wir verkauft haben, haben aber hinterlegte Provisionssätze. In den Rechnungen, Lieferscheinen und Angeboten sehen wir die Artikel, die wir verkauft haben. Den Artikel 501, der hat mit 2% Provisionssatz hinterlegt, und der Artikel 99, das heißt dieser Bauernhof, hat, glaube ich, auch 2% hinterlegt im Artikelstamm. Das können wir an der Stelle auch sehr, sehr leicht nachsehen, indem wir einfach sagen, zum Artikel gegen hier auf Staffelpreise und BVA, wir haben hier 2% auf den Bauernhof. Cool, also soweit so gut. Auch dieser Artikel sollte stimmen, die 501, Rechtsklick zum Artikel. Der hat in der Karteikarte Staffelpreise und BVA auch 2% Provisionssatz hinterlegt. Jetzt können Sie natürlich und zu Recht sagen, ja, warum sind denn dann in der Provisionsabrechnung diese Artikel nicht drin? Ganz einfach, Sie haben eine Rechnung erstellt. Die Rechnung, wenn es an einen Privatmenschen ging und im schlimmsten Fall noch online war, kann er das innerhalb von 14 Tagen oder je nachdem, welche Frist Sie mit vereinbart haben in Ihren AGPs, das Ding zurückschicken. Was ist denn dann? Das heißt, erstellte Provisionen müssten Sie ja dann wieder verrechnen. Deswegen macht Wavi Profi 3 Folgendes. Wie gesagt, eine Provision für eine Rechnung, die einen offenen Zahlungseingang hat, was ja bei einer Rechnung sein kann, kommt erst dann zum Tragen, wenn das Ganze auch bezahlt wurde. Im Klartext, eine Rechnung, die zum Beispiel vom 20.03.2014 ist, die aber am 20.04., also das heißt ein Monat später bezahlt wurde, kommt erst dann im Bezahlungsmonat in der Auflistung der Provisionen heraus. Machen wir das einfach mal. Wir gehen in die Kasse und sagen, der Kunde bezahlt es sogar in bar. Können wir mit Wavi Profi 3 unheimlich easy machen. Oder der zahlt es in EC, ist ja egal. Wir sagen weiter, ja. Und wir wollen diese Zahlung akzeptieren und gehen nun hier raus. In den Rechnungen, Lieferscheinen und Angeboten haben wir hier bei offenen Rechnungen keine offene Rechnung mehr. Wenn wir die bezahlten Rechnungen ansehen, haben wir genau diese Rechnung mit der Rechnungsnummer 1 mit den gerade gezeigten Artikeln. Allerdings ist das Ganze jetzt bezahlt, wie hier unten in der Bezahlungsübersicht auch schön aufgelistet ist. Wenn wir nun die Auswertungen Personalprovisionen hineingehen, finden Sie nun eine Auflistung der getätigten oder der Artikel, die der Rechnung zugeordnet waren, die aber bezahlt ist. Somit stellt Wavi Profi 3 sicher, damit Sie nicht versehentlich im Vorfeld schon Provisionen auszahlen, die Sie irgendwann wieder zurücknehmen müssen oder es vielleicht vergessen zurückzunehmen, wie auch immer. Das heißt, Wavi Profi 3 sagt nach, eine Rechnung oder ein Lieferschein, egal, wurde erstellt. Wenn das ganze Ding dann bezahlt wurde, dann wird das Ganze in die Provisionabrechnung aufgenommen, dann werden die Artikel aktiv und Sie können Ihren Verkäufer die getätigte Provision für die verkauften Artikel mit hinterlegten Provisionssatz ausbezahlen. Ja, das war's im zweiten Teil. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald.